Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Path of Exile, The Grace of the Wall. Ich habe hier einen neuen Charakter wieder neu gemacht. Der hat einen kostenlosen, kompletten Skill-Reset gehabt. Und jetzt habe ich einen Reef Shadow gemacht mit Clown und der hat extrem viel Low und also 8 Low hat er. Und dazu noch mehr über die Items. Also zum Beispiel hier plus 8 Life Gained. Dann hat er hier 3% Physical Attack Damage liegt als Life. Und ja, hat hier noch 5 Mana Gained und Kill. Und hier 7,2 Life Regeneration per Sekunde. Also recht stark. Hier hat er ein besseres Fast Attacks. Das muss ich hier dann noch ersetzen. Auf Level 39. Reef hat Qualität plus 11%. Da ist noch Mana Leash. Und Multi-Strike auf Level 5. Und mit dem geht es eigentlich relativ gut. Ich habe ihn angetestet. Und ja, wir sind hier ungefähr dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben mit dem Lightning Strike Ding. Ich habe schon wieder Ding. Nämlich hier haben wir aufgehört. Die Docks, die ist nicht so wichtig, da muss man nur so ein Geisterteil, das kann ich mal kurz zeigen. Ich muss ja in die Raypen gehen. So. Also. Mit einem Geist habe ich geredet. Ich kann hier mal ein paar Ding kloppen. Ich mache die Haste Aura an. Hier ist der Geist. Er sieht aus wie Trash aus Leech of Legends, aber wahrscheinlich war der früher da. Ja, hier gibt es also Geistersoldaten, Marineteil. Wie seht ihr, wie ich extrem schnell angreife. Und auch die Reichweite wird extrem schnell größer. Reef ist schon ein GSK. Mit dem haben wir eigentlich, ohne dass wir Heiltränke trinken müssen, eine recht gute Chance. Seht ihr, schon wieder ist das Leben voll. Durch die Lebensregeneration, durch das Leben pro Hit, durch das Life Leech. Oh nein, Life Leech haben wir nicht. Aber werden wir natürlich dann mal reinnehmen. Aber dafür brauche ich eine bessere Rüstung. So, aber wir wollen ja weitermachen, darum gehen wir jetzt gleich mal, wenn wir hier mal ein paar weniger Gegner haben, zurück zum Waypoint. So. Wir machen den Turban. Und jetzt können wir hier zu den Battlefront gehen. Da gehe ich gerne noch kurz den Boss besiegen, der hier auf dem Battlefront ist, und nachschauen, ob ein Wahlteil da ist, so ein Dungeon-Teil. So, zuerst nach links, unten. Der müsste eigentlich jeden Moment kommen. Ah, hier haben wir zwei goldene, also Rare-Gegner. Können überhaupt nichts machen. So, hier ist der Captain Aurelius. Der hat ja wirklich nichts zu melden. Also richtig OP. Ich hoffe, der bleibt so OP, aber ich denke, die Gegner können trotzdem nicht so viel Schaden machen, dass wir wirklich in brenzlige Situation kommen. Und dann haben wir immer noch unsere Heiltränke. Und da habe ich ein paar Sofort-Heiltränke sicher bald zur Verfügung. Sonst finden wir sicher ein paar. Ist nicht allzu selten. Ja, ihr seht, man kann mit ein bisschen Hirn schon recht gute Charakter machen. Aber ja, das ist bei mir auch nötig, dass er Low hat. Weil ich sehr offensiv skille. Ich kann einfach nicht viel defensiv skillen.
Es geht einfach nicht. Ich brauche die Offensive. Ich brauche die Action und so weiter. Okay, wir sind hier noch ein bisschen falsch. Hier geht es nämlich rein in den Tempel. Da bin ich noch nicht rein. Ich möchte kurz hier unten schauen, ob es hier eine Wahlarea gibt. Also Multistrike ist schon recht OP bei Reef, weil der Reef natürlich viel schneller so an den kommt. An Größe. Einen Arc-Spell, den nehmen wir doch mit, aber für die Gegentruhe. Also hier unten ist aber auch nichts. Schade. Dann ist dieses Mal wirklich nichts los hier. Das ist übrigens für solche Charaktere recht gut. Ein gutes MF-Gebiet, die sich einfach durchraschen können, also die hier durchraschen können und nicht allzu viel Probleme haben mit den Blitzzaubern von diesen kleinen nervigen MagierInnen. Wir schnitzen alles nieder. Sogar Auto-Anim ist drin durch Multistrike. Also der, wenn er jetzt nach vorne schlägt, wenn wir den Pfeil hier haben und der Gegner ist besiegt hier, also hier wird nichts mehr an ihm, also anfokussiert, dann kann er auch hinterrücks schlagen. Und das ist doch mal gut. Also hier haben wir wirklich nichts. Bisschen schade. Ja, Desync könnten uns natürlich noch umbringen. Aber es ist auch nicht natürlich so schlimm wie bei einem Magier, der über nichts Lebensregenerierens hat. Also vielleicht dann mit dem Mana-Schild, ja. Aber ja, das könnte ich nicht machen mit so wenig Mana-Schild plus auf den Items, weil ich habe recht wenig. Also nirgends ist eine Wahl-Area. Sowas von schade. Oh, ein Wahl-Orb. Ein Wahl-Orb. Gibt's denn noch? Gugus. Guguseli. Also hier finden wir echt nichts. Und dann gehen wir rein. Also Lightning Dawns, das ist recht fett stark. Da muss man aufpassen natürlich. Aber wir haben so wahnsinnig hohe Lebensregeneration und Life on Hit und alles mögliche, dass das uns wenig kratzen sollte, wenn sie mal das casten. Hier oben ist nichts. Hallo. Grüß Gott, kleine Dame. Was? Dich gibt's nicht mehr? Muss ich den Doktor anrufen, um er dich wieder aus den Datengräber herauszuholen? Den Totengräber, der Datengräber, den gibt's ja, glaube ich, bei Diablo 3. Ja, ich glaube, dort gibt es einen Datengräber in den Gräbern. Irgendwie hat er manchmal noch ein paar Störungen, wie sagt man sogar, Zuckungen. Also, nichts hier weiter. So, jetzt kommt eine große Ebene. Die mag ich persönlich nicht so, weil es nur so Flaggenmonster gibt. Und irgendwelche Blutelementare. Und Statuen, genau, Statuen gibt's auch. Ach ja, der Skillbaum, da möchte ich euch zeigen. Da ist einfach momentan das Wichtige, dass wir jetzt hier runterkommen, irgendwie. Ich weiß, wie wir hier runterkommen.
Aber ich möchte gerne noch hier. Ah, da kann ich hoch. Wir gehen hier runter und hier rüber. Da runter. Texture brauchen wir nicht. Oder wir gehen hier hinten durch. Ja, wir gehen hier hinten durch. Genau. Und hier unten können wir auch was nehmen. Genau. Hier das Live mitnehmen. Da können wir eigentlich hier unten durch. Oder hier das Shield mitnehmen. Hier habe ich übrigens schon Shieldblock. Könnten das auch hier rausnehmen, aber Crit brauchen wir schon. Dann lassen wir das mal hier. So viel Crit brauche ich jetzt nicht. Und gehen direkt hier runter. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja, wir gehen hier runter. Okay. Ja, mir bringt es auch noch live. Oh, hier ist schon der Boss. Auf dieser Ebene. Also es gibt zwei Bosse oder drei Bosse. Ich glaube, irgendwo gibt es noch drei kleine. Ob es in der Ebene 1 ist oder in der Ebene 2 oder so. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist nicht der einzige Boss in dieser Ebene. Ja, und jetzt kommt dann bald noch ein großes Update heraus. Leider ist noch nichts bekannt. Ah, oh, das sind Desync-Probleme oder so. Vor allem zwei neue Ligen kommen. Die anderen, also die Invasionsliga und die Ambrush-Liga, werden aufhören. Die Sachen kommen dann in die Normal, also in die Standard-League. Und dann haben wir zum Beispiel hier Invasionsmonster, also Monster, die einfach von irgendwo anders herkommen. Und die kleinen Truhen, die bewacht werden. Wenn man sie aufmacht, kommen da Monster raus. Dafür gibt es recht guten Loot manchmal. Und ja, das freut mich und das freut euch wahrscheinlich auch sehr. Okay, hier haben wir wirklich noch einen zweiten. Dann gibt es noch einen, oder ist das dann in der zweiten Ebene mit den kleinen? Oder in einer anderen Ding, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal, wir werden mal ziemlich viel aufdecken. Gehen mal dort oben durch noch. Wenn wir hier irgendwas haben. Ah, hier unten durch können wir noch. Oh. Hier haben wir noch einen gelben gesehen. Bringe auf Agility, also der Schnelligkeitsding. Wahlgegner, Boss, Bonusteil. Hallo, wer seid ihr denn? Man könnte den am Schluss noch auf Dolch umskinnen, dann werden wir auch noch so Gold, bei kritischen Treffen werden wir so Giftwolken ausstoßen, die recht stark sind, aber nicht so viel bringen, wenn wir Low verlieren, so viel, da alles mögliche. Weil wenn ihr, komm, steht mir nicht, hier seht, hier haben wir recht viel Low bekommen, 4 Life Leech, 4 Life Leech, 4% Life Leech und hier nicht. 3-mal Life Leech, also 12% Life Leech, das ist extrem stark. Eine Quarzwand für mich. Sehr schön.
den Quarzwand kann man in Minecraft gut bauen. Okay, ist nichts mehr. Ein Boss, ein Gegner noch. Ah, hier ist falsch. Hier müssen wir doch. Den wollte ich nicht mitnehmen. Ah, war nichts. Okay. War wahrscheinlich eine Vase oder so. Scheiße. Der ist nicht schlecht. Aber ein bisschen wenig Damage. Weg. Lightning Damage. Nee. Es gibt sehr viele gute Unix-Stäbe, die du mir lieber dann mal hoffentlich finden. Suchen, meine ich. Ja, ja. Es geht vorwärts, also. Ich werde jetzt sehr viel Livestream auch. Sehr viel Puff-of-X im Livestream zeigen und dann geht es so richtig vorwärts. Dann könnt ihr auch den High-End-Content anschauen euch. Und, also bei mir. Könnt eben in meine Gilde kommen, könnt dort eigentlich relativ easy hochkommen. Durch meine Hilfe, durch andere Hilfe. Und alles Mögliche. Also. Ja, wird richtig viel Spaß machen in den nächsten paar Monaten. Und eben, ich werde wahrscheinlich mal die neuen Ding anzocken. Die neuen Ligas. Und sonst werde ich vielleicht noch ein paar von diesen Rennen machen. Und vielleicht noch ein paar Challenges anfangen. Je nachdem. Also machen wir lieber hier mal ein bisschen vorwärts. Ich denke, die sind schon irgendwo. Ja, da sind sie ja. Die sind in der zweiten. Drei Banner. Kleine Banner. Für mich zum Besiegen. Ja, die halten schon ein bisschen aus, aber nicht viel. Nicht ganz so viel. Wir sind halt noch ein bisschen schwach im Angriff. Aber wenn der Crit so richtig vorwärts macht, dann nicht mehr. Wir können mal schauen, was haben wir denn Crit? Bei Reef Crit 13,6%, also noch sehr wenig. Wir brauchen unbedingt einen besseren Dolch. Bessere Klauen, meine ich. Genau. Dann werde ich jetzt aufhören, dort oben die Crits zu nehmen, bevor wir nicht mehr Crit Damage haben, weil ich brauche die Punkte eher dann in Ding unten. Schwert Damage, Einhand Damage und so. Und die Defensive dort auch noch. Da Evasion Rating, da muss ich noch rüber, hier oben nach Harrier und vielleicht hier noch die, den Attack Speed oder hier unten Attack Speed. Also wir müssen hier runter unbedingt. Ja. Und ich werde nicht zwei Klauen tragen, das ist nicht so gut, weil das Schild hat sehr viel Life per Sekunde. Das ist doch auch von der Defensive her mehr. Mehr Life ist immer gut. Und so weiter. So, jetzt gehen wir hier entlang. Hier haben wir auch wieder ein paar Ribbon. Ich
Hier haben wir Holy Water. Elementare. Heiliges Wasser. Hier scheint es eine Sackgasse zu geben, wahrscheinlich. Hallo? Ah nein, das ist das Ziel. So, hier hat es den Kartenraum. Wo ist der Kartenraum? Hier. Hier kann man die Karten, die Maps reintun. Und am besten Mehrziel ist natürlich. Und dann die droppen ab Level 60, 55 oder so. Die Karten. Und dann kann man die Karten dort machen. Die haben bestimmte Attribute. Verschiedene Kartenarten. Und die sind eigentlich relativ gut zum Magic Find machen. So, tun wir den Wahl-Orb mal weglegen, in die Truhe legen. Den Ark mal in die Gilde-Truhe. Also, hier haben wir eine Quest. Hier verkaufen. Das ist beides halt nicht gut. Dann verkaufen. So, Ark hier rein. Die hier rein. So. Und die hier. Gut, 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 gut. Ja, also geht's eigentlich schon weiter. Hier haben wir nichts. Jetzt muss ich hier in das Ding, aber wir gehen hier in den Marktplatz. Oder nein, so kommen wir nicht gut. Und dann müssten wir wieder bei der Statue entlang. Wir gehen hier in der Stadt oben raus. Wir sind ja relativ schnell. Und dann oben durch. Ja, komm, wir gehen oben durch. Der untere Weg ist wahrscheinlich kürzer, aber ich will oben durch. Sehr schön, wenn so viele Gegner in der Nähe sind. Da haben wir sehr viel Reichweite. Also jetzt müssen wir eigentlich nur hier noch den Waypoint finden. Wenn es hier einen gibt, ich glaube schon. Oh, ein Schrein. Regenerationsschrein. Für Leben und Mana. Was ist das? Hä? Mehr Leben. Wo haben wir denn hier ein Kanalisationsdeckel. Der müsste eigentlich immer in den Häusern drin sein. Aber hier ist dann kein Eingang. Vielleicht hier oben. Oh. Okay. Hat sich also gelohnt. Noch ein Schrein. Das ist nochmals Lebenregeneration. So. Ein Nemesis-Mod. Oh Gott. Ein Nemesis-Mod, das sind wahrscheinlich die goldenen.
Berserker, ja. Also die goldenen Snee, so orange-rot. Ein Glasgow-blaue Bubble. Wir werden echt irgendwie stärker. Das geht so schnell. Nichts für mich. Oh, ein Spell-Totem mit Superior. Gott, ist der stark. Das sind Dingfallen. Oh Gott, sind wir schon wieder gestorben. Heide. Also schon wieder das erste Mal gestorben. Mit diesem Charakter, aber... schon ein bisschen schlimm. Ich konnte ja wirklich nicht viel machen. So. Spell Totem. Grand Flask. Grand Flask. Ja, überall sind hier Fallen. Der legt extrem oft Fallen. Das ist so ein starker Gegner. Diese Bosse von diesen Arenen sind wirklich extrem stark manchmal. Da muss man wirklich super aufpassen. Manche hat es schon zur Verzweiflung gebracht. Kenne ich ein paar YouTube-Videos oder Streams, wo einer mega ausgerastet ist, weil er bei Invasion gestorben ist. Oh, das muss ja deftig stinken. So, dann schauen wir mal weiter. Nochmals ein... Hey, der vierte Schrein innerhalb von 10 Minuten, 5 Minuten. Der ist arg, oder? Lightning Arcs on you. Also von mir. Schauen wir mal hier rein zuerst. Also der Boss war richtig heftig, hey. Jetzt wenn man bedenkt, wie viel Damage der machen könnte, wenn alle treffen würden. Gottchen. Das ist ein Spell. Ja, das ist eine Trap. Oder eine Remoted Mine. Das ist, glaube ich, eine Mine. Freezing Pulse ausschleudert. Und der Freezing Pulse macht durch die Mine mehr Schaden. Und wird auch aus der Entfernung natürlich ausgelöst. Und dieser Discharge, der würde natürlich tausendmal mehr Schaden machen, wenn er würde die Dinge aufladen. Aber der muss gar nicht die aufladen. Der Spieler müsste die Discharge aufladen mit den Frenzy, Endurance und Power Charges. Zum Beispiel diese dort, habt ihr gesehen, das grüne Zeug, das ist Frenzy. Könnten wir eigentlich auch benutzen. Aber ich habe noch zu wenig Slots. So, Game Slots. Ich könnte sie hier rein tun, will ich aber nicht. Ah, 7% Quantity. Quality heißt es. Okay. Melee Damage. Da ist wieder der Schaden, scheiße. Ich brauche nicht so viel Level 28. So wenig Schaden. Nicht schlimm, nicht gut. Leech. So. Nö. Weiter geht's. Okay, Reef ist schon wieder ein Level hoch. Da habe ich übrigens 11% Quality. Und wir haben ihn gefunden. Sehr schön. Den Eingang in die Sievers. Jetzt müssen wir nur noch den Waypoint und der Ausgang, der verwabbelt ist. Der so richtig voller Schleim ist. Schauen wir mal. Eine Magieroppe.
Okay. Poison Arrow nehmen wir nicht mit, der kam ganz am Anfang eigentlich bekommen mit der Rangerin von einer Quest. So, also werden wir noch kurz die Items verkaufen. So. Oh, die wäre nicht schlecht, aber nö. Das auch nicht. Gut. Also, das nächste Mal gehen wir dort beim wabbelnden Ding durch. Und wir besiegen einen General und gehen Petey töten. Eventuell schaffen wir das auch im nächsten Part. Jo. Also, den Spelltoten möchte ich selber behalten. So, also, bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.